Der fährt doch da vorne jetzt nicht. Der kommt jetzt nicht da um die Ecke. Ach du Sch... Nein. Ist nicht euer Ernst. Der fährt hier nicht durch die Objekte durch. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Herzlich willkommen ein weiteres Mal auf der Map Manningen. Heute fahren wir die wohl am heißesten erwartete Linie, und zwar die Linie 69. Und zwar mit einem neuen Bus. Freitag ist er rausgekommen. Der Mercedes-Benz Citaro MÖ. Das M. Digga, bist du behindert, Alter? Was fährst du denn in die Wendeschleife? So rein. Naja, auf jeden Fall MÖ dafür, dass er 13 Meter lang ist. Ja, so habe ich das gelesen zumindest. Ob es so stimmt, ist eine andere Sache. Ja, wollen wir uns das mal angucken? Ich habe allerdings schon eine gemoddete Version von meinem Zuschauer Vene 1905 oder 1905, je nachdem, bekommen. Recht herzlichen Dank dafür. Schmeißen die Kiste mal an. Fahren den Langläufer der Linie 69 von Clara-Schumann-Straße bis nach Wehlen-Kaserne. Und was haben wir denn Neues dabei? Also einmal Repaint hier, das hat er mitgeliefert. Ne? Ist auch ganz schick, muss ich sagen. Da werdet ihr gleich auch sehen, die Matrix ist auch entsprechend orange und nicht weiß, wie bei den ganzen anderen Repaints. Dann haben wir Inverter hinzugefügt hier vorne. Dann haben wir Dashboard-Anordnung geändert. Dann haben wir Türsound geändert. Den kennen wir. Dann haben wir eben diesen Ticketdrucker hier, diesen AFR 200. Genau, ein paar Links dazu habe ich in die Beschreibung gepackt. Ansonsten so in der Zusammenstellung ist dieser Mod nicht zum Download erhältlich. So, Linie. Und die Fahrt war entsprechend die 3, glaube ich. Jo. Sieht von außen dann so aus. 69 Wehlen Kaserne. Wie sieht der Bus von innen aus? Wir haben einmal diesen coolen Monitor hier, den wir schon aus dem Facelift LE kennen. Dann haben wir oben so eine Gepäckablage. Finde ich auch persönlich ganz nice. Dann haben wir hier allerdings den Rollstuhlbehindertenplatz. Und hier hinten eine Ausschwenk. Ja, Ausschwenktür. Genau. Ja. Und diese Sitze sind ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Bei Facebook war es zum Beispiel zu sehen. Da hatten sie von hier hinten oder so, haben sie ein Foto gemacht. Oder von. Sagen wir mal von hier. So, und dann hatten sie irgendwie nur diesen Ausschnitt. So, und da hatten sich irgendwelche. Ja, Rechten hatten sich drüber aufgeregt, dass das irgendwelche Menschen waren mit Burkas. So, dabei waren das eigentlich nur Sitze von diesem Typ hier im Bus. Also, war ziemlich lustig. Gut. Was schlage ich vor, meine Damen und Herren? Richtig, wir fahren rückwärts raus, ne? Wir fahren hier nicht vorwärts raus. Normalerweise sollten da keine LKWs hier reinfahren in so eine Buswendeschleife. Ja, komm mir noch näher. So. Hier haben wir automatisches Kneeling. Guten Tag. Das ist die längste Linie, ihr seht es. 38 Minuten oder was? Super. Schöne Sache. Also wieder. Achso, ich habe übrigens nochmal so als Hinweis. Hat mir auch ein Zuschauer zugeschickt. Recht herzlichen Dank natürlich auch an dieser Stelle dafür. Und zwar ein Fahrplan-Mod habe ich einmal bekommen. Also das heißt, die Fahrpläne sind ein bisschen besser und anders. Weil die wohl auch scheiße waren vorher. Das hatte ich auch von mehreren Leuten gehört. Und neue Ansagen sind mit drin. So, ich würde trotzdem vorschlagen, wir machen 16:30. Loading AI. Und dann geht das auch los hier. Bin sehr gespannt. Mir wurde auch geschrieben, man kann die nur in diese Richtung fahren, die Linie. Mal gucken.
Man kann aber auch zurückfahren, also laut Fahrplan. Nur ob es dann auch irgendwie technisch möglich ist, ist eine andere Sache. Aber theoretisch ist das natürlich möglich. So, Amsi, hast du dich dann auch mal ausgeschissen hier? Deine drei AI-Fahrzeuge hier wahrscheinlich oder nicht mal. Vielleicht auch zwei. Man weiß es nicht. Jetzt. So. Alter, ne? Was ein Verkehr hier. Dann fahren wir los. Kurz noch ein Wort zur Liniennummer. Das ist ja die. Achso, Sound übrigens. Ganz normal vom Morphe übernommen. Kennen wir also den Sound. Auch aus dem Facelift Nächste LE. Haltestelle: Poppingen Bahnhof. Umsteigemöglichkeit zur Regional- und Fernbahn. Und in Richtung Thalesstraße, Einsteindorf und Genau. Hermannplatz. Ja, ist jetzt also eine weibliche Stimme. Hätte ich ja gesagt, ich die besser finde. Also Linie Nummer 69. Oh, passt ja sehr schön zur Map eigentlich, ja. Ich habe die Linie 77 vermisst. Also weiß nicht, wenn das der Entwickler nicht kennen sollte, verrate ich ihm das hier. Er scheint ja sowas zu mögen. Die 77 ist jetzt eigentlich noch ein bisschen aktueller. Ja, fahr doch. Die 77 ist noch ein bisschen aktueller als die 69. Also, wer sich dafür interessiert oder das mal gerne ausprobieren will, googelt das einfach mal, was es mit der 77 auf sich hat. Es wird euch gefallen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Deswegen, die Linie habe ich jetzt persönlich vermisst. Es gibt ja die 76. Die 77 leider nicht. Ich finde den Bus insgesamt cool. Also gefällt mir echt gut. Rede ordentlich da hinten. Was ich. Also der einzige Kritikpunkt wäre hier. Das finde ich ist zu breit geworden. Das ist nicht so schick. Ansonsten gefällt mir der Bus ausgesprochen gut. Wüsste nicht, was ich hier noch dran verbessern sollte. Natürlich, wenn man ein bisschen genauer hinschaut. Kann ich euch von außen zeigen, dann wird man auch da noch ein paar Kleinigkeiten entdecken. Mal gucken, ob heute mal die Leute zwischenzeitlich aussteigen. Beim letzten Mal war das ja nicht der Fall. Der. Hallo. Hallo. Bis zum Ende und noch viel, viel weiter. Das geht mir jetzt schon wieder so auf den Sack. So, wo ist denn das hier? Ich kenne mich mit dem Gerät überhaupt nicht aus. Wo Da. gibst du mir jetzt ein Ticket? Jetzt chill mal, wa? Ja, Ich Tag. muss mich für diese riesen Stufe nehmen. Nächstes Mal senken Sie den Post bitte ab. Ja, du bist noch ein Kind hier, ne? Bitte. Wow. Tag. Hallo. Eine Tageskarte. Ja. Danke. Bitte. Normal, Fahren Sie auch mal bitte. los. So, ich fahr los, wenn Manfred hier sein Ticket bekommen hat. Und wenn er dann hier auch mal durchpasst, ja. Fettsack. So. Mein Ticket. Boah, ich bin schon jetzt zu blöd dafür, ne? Kurzstrecke auch nicht, hier auch nicht. Hallo? Hä? Hier nicht, hier nicht. Hier auch Mein nicht. Ticket. Auch nicht. Mein Ticket. Chill mal. Wo ist denn hier Hallo? normales Ticket? Hallo? Hey. Hä? Ist ja wie beim GN2 von Julian. Da gibt's das auch nicht. Komisch. Sehr, sehr komisch. Wenn es einer weiß, kann ja gerne jemand klug scheißen. Hier, sowas meine ich, ne? So, das ist nicht ganz schick hier. Oder hier, das Weiße. Ist auch nicht so ganz schick, aber da muss man ja nicht so genau hingucken, ne? So, da vorne ist grün. Aber sehr gut finde ich auch, dass wir automatische Ansagen haben. Hier ist ein Kollege. Dann fährt er so die 13, gönnt er sich.
Ruckel doch nicht in der Kurve. Und jetzt kommt wieder diese Kreuzung mit den 1000 Ampeln. Da haben ja auch viele von euch gesagt, dass das scheiße ist. Das sehe ich nämlich ganz genauso. Habe ich auch in dem Video gesagt. Entwickler meinte hier, er wollte was Besonderes auf seiner Map haben, aber... Gut, ich sag mal, wenn du an jeder Kreuzung oder Einmündung Backdrops hinsetzt, so, dann ist das auch was Besonderes, aber... Achso, wegen dem scheiß Feuerwehr, wa? Feuerwehrauto, genau. Wow. Warum fährst du nicht mit dem? Übrigens kommt mir das hier alles so ein bisschen zu tief vor, ja? Kann natürlich auch sein, dass der Sitz hier ein bisschen hoch eingestellt ist. Aber irgendwie normalerweise kommt mir das ein. Also bei den anderen Citaro Ü zum Beispiel oder so. Oder Facelift Ü. Sind die Sitze doch ein bisschen höher, habe ich den Eindruck. Nächste Haltestelle, Poppingen Universität. So, auch das wäre theoretisch eine Unilinie. Weil sie über die Uni fährt. Also nicht nur die 65. Alter, warum werden da so viele Leute mit? Ich habe extra nachgeguckt, für die Linie wurde ein Solobus empfohlen. Aber Stehplätze wird es jetzt wahrscheinlich nicht geben. Fahren Sie auch mal los! Halt Schimmer, wa? Grüß Gott, mein Lieber! Brav entwerten da vorne. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ich bin doch. Muss ich wegen diese riesen Stufe. Diese Stimme ist auch so nervig. Jetzt mal senken Sie den Post bitte ab. Danke. Ja, bitte. Oh, ich bin nicht auf, mein Lieber. Danke. Ja, bitte. Das ist den ganzen Tag. Tageskarte würdest du noch haben. Wie wär's denn jetzt mal mit meinem Fahrradmüll? Boah, meine Fresse, du wärst doch selber nicht schneller. Wenn es cold outside, mach die Heizung an. Nee, mach ich nicht. Meine Rente, die lässt es nicht mehr bezahlen. Ja, den Gag hast du schon mal gebracht. Gott, mir ein Auge auf sie haben. Meine Tageskarte, bitte. Ja. Ja, danke. Ja, bitte. Was geht ab? Gebt mich mal eine Schein. Aua. Alter, nee. Komm, Abend, bei mir. Sind doch. Der. So, weil die Leute hier nicht aus dem Pott kommen, stehst du da auch ewig an der Haltestelle. Was fährt er mir denn jetzt hinterher hier? Ach, er fährt die 13, genau. Du fährst ja da einmal in zum Bahnhof und wieder zurück, oder was? Nächste Haltestelle. Manningen JVA. Umsteigemöglichkeit zur Linie 65 Richtung Markenrode Campus und zur Linie 45 Richtung Messe. Ich könnte die Ansage oder die Fahrgaststimme ja auch rausnehmen, aber fürs Let's Play finde ich die eigentlich ganz unterhaltsam, ne? Also. Damit kann ich euch auf jeden Fall unterhalten. Ja, lässt du mich rein oder? Nee, natürlich wieder nicht. Du bist ja eine OMSI-KI. Fahr auch zu. Dich lasse ich aber nicht rein hier. Na gut, ne? Der Klügere gibt nach. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich den Bus... Er wurde im OMSI-Forum als eigenständiger Bus... hochgeladen, aber eigentlich ist es ja nur von dem bestehenden Facelift mal wieder ein kleines Update. Mal gucken, weiß ich noch nicht, wie ich den werten soll. Später halt, ne? Ob ein neuer Bus durchgeht oder eben nicht. Aber wie ihr merkt, er ist so ein bisschen für Überland ausgelegt, ne? Sonst würde er nicht so heißen. Man muss aber nicht mit Überlandbussen Überland fahren. Aber ich meine, er zieht ja schon ganz gut weg, so, ne? Dass du halt auch auf Überland mal ordentlich Gas geben kannst. Finde ich ganz geil eigentlich. Auch wenn wir jetzt hier wieder mal so einen verkackten Stau haben.
ist denn da vorne, Mann, in JV? Jan, fahren! Och, du Scheiße. Ich hab Kollisionen an, sonst hätte ich hier niemals so eine Vollbremsung hingelegt. Wo haben wir denn vorhin da angehalten? Sollen wir... 69 ist eigentlich kein Schnellbus. Das heißt, ich hätte da vorhin gar nicht anhalten sollen, oder was? Das ist kein Schnellbus. Ich gehe davon aus, dass ich an jeder Haltestelle anhalten muss. So, und ihr wolltet ja nicht mit hier, ne? Dann juckt mich das auch nicht. So, der hat noch JVA. Weiß jetzt nicht, ob ich da selber weiterschalten muss oder weil das von alleine macht, wenn ich da nicht anhalte. Dann schalten wir weiter. Nächste Haltestelle, Neuklotzstraße. Irgendwie kennen wir das doch von der 5 Seite, nee, von der 13, ne? Nein. Haben die doch schon mal lang gefahren. Ach, die Stimme passt auch gar nicht, ne? Ach du Scheiße. Nee, Digga, ich bin traditionell orientiert, danke. Ja. Ja, danke. Digga, schwuchtel jemand anderen an, wenn ich mich... Nächste Haltestelle, Hansemannplatz. Nächste Haltestelle müsste dann ZOB sein. Ja, also genau wie die 13 eigentlich, sehr langweilig. Hätte man sie sparen können, hätte man ab ZOB eigentlich anfangen können, dann wäre die Linie nicht ganz so lange. Und man müsste auch weniger Busse einsetzen. Und den Fahrplan dann eben so gestaltet, dass man da halt auch umsteigen kann am ZOB. Wir haben Glück, wir fahren heute in die andere Richtung, aber wäre halt doof gewesen, wenn wir die... 1 zu 1 dieselbe Strecke nochmal fahren, wenn wie bei der 13. So, ist der Bus schon voll? Naja, es geht. Es will ja anscheinend wieder keiner aussteigen. Guten Tag. Guten Tag. Ist klar, dass uns der 13 da hinterher kommt, ne? Hanky Panky. Betriebsfahrt, ja, gönn dir. Nächste Haltestelle, Mann-Innen-Zentraler Omnibusbahnhof. Zentraler Omnibusbahnhof. Und in Richtung Neuklotzstraße, Mühlhausen, Newtendorf, Preußendorf und Klöte. Auch hier, für die Vorfahrt, naja, gut, kann man jetzt auch sagen, ja, bist ja Linksabbieger, aber wird unten nichts geregelt hier. Ja, Digga, lässt du mich vor, oder? Boah, Gott. Das war nett, aber... macht man nicht. So, ich hatte ja wieder 100.000 Klugscheißer in den letzten Videos in den Kommentaren bezüglich der Haltestellenschilder. Und jeder meinte irgendwie was anderes zu behaupten. So, ja, wo denn jetzt anhalten? 69 Schumann, da. So, übrigens, die Haltestellenschilder sind aus Aachen-Wahlheim, nicht vom Add-on Aachen. Nur nochmal, um das klarzustellen. Hallo. Hallo. Tag auch. Tag. Der? Diese Riesenstufe nehmen. Ja, tragisch. Hallo. Einmal kurz, warte bitte. Oh, das ist mal ein...
andere Stimme, die auch mal gar nicht so scheiße klingt. Ich hoffe, er bedankt sich jetzt auch noch ordentlich. Dann wäre ich mal zufrieden. Ist das meine Fahrkarte? Hab ich was Falsches ausgedruckt hier? Hallo, ich will ein Ticket. Ja, okay, es gibt doch keine ordentliche Stimme hier. Da hast du deinen Scheiß, bitte. Jetzt verpiss dich. Oh, du große, starke Mann. Hättest du was Kurzes für mich? Oh, nee, Alter. Also, jetzt irgendwie haben wir auch mal ein paar Grenzen überschritten, ne? Hätten Sie für mich eine Fahrkarte? Was Kurzes wolltest du doch haben. Musst du nochmal ein bisschen bei dir gucken. So, geh weiter, du Gaylord. So, was bist du für einer hier? 47er, ja. Juckt mich gar nicht. Ja, na. Alter. OMSI-KI ist das Beste, was es gibt. Nächste Haltestelle, Mösendorf Dreieck. Jetzt kommen wir wieder nach Mösendorf, na geil. Ist ja klar, dass er die 69 lang fährt. Super, also wenn du einfügen drückst, kommst du hier oben hin. Immer wieder nicht auf dem Fahrplan. Bei Aachen ist das ganz gut gelöst, bei dem Aachener Bus. Bei dem Facelift. Dann gibt es auch noch einen anderen Bus. Da ist das wieder scheiße gelöst. Also man sollte schon einfügen, heißt im OMSI-Handbuch auch Fahrplan anzeigen. Wenn du dann aber da irgendwo hinkommst, wo nichts steht. Aber jetzt kommen wir wieder auf diese legendäre Straße hier. Das sind wir auch in der letzten Folge gefahren, ne? 65 war das. Backdrophausen lässt grüßen auf jeden Fall. Ja, das ist so die schlechteste Stelle, so der schlechteste Abschnitt dieser Map, muss man einfach klar sagen. Bäume wachsen aus dem Asphalt. Meine, man hat es ja an anderen Stellen bewiesen, dass man es besser kann. Da wachsen die nicht aus dem Asphalt, sondern ist ein bisschen Erde drumherum. Euch nochmal die letzte Folge an. Weil das sieht scheiße aus jetzt. Sorry, also das muss man einfach mal sagen. Ja, nee, du willst auch abbiegen. Sieh doch zu, ey. Ist eh keine Fußgängerampel wieder da, Alter. Wie kann man denn die schon wieder vergessen, ne? So, jetzt muss ich ja selber weiterschalten, wenn ich nicht angehalten habe. Nächste Haltestelle, Mösendorf, kein Buß. Kein Buß. Wie der komische Russe da. Ja, schon Ticket. Kein Buß. Kein Bußauto. Wenn das hier mal vibrieren sollte, wenn, also nicht bei euch, aber wenn ihr irgendwie so was hören solltet, dann ist das mein Handy. Ja. Lustig. Ja, und hier haben wir letztes Mal angefangen. In Mösendorf. Nächste Haltestelle. Mösendorf, Bummelstraße. Bummelstraße. Das ist sogar noch einigermaßen lustig. Oder witzig, ja. Man muss drüber schmunzeln. Ich muss auch nicht alles zu ernst nehmen, aber ein bisschen Ernsthaftigkeit soll das schon da sein. Wenn man eine OMSI-Map rausbringt.
Auch hier war irgendwie keine Geschwindigkeitsbegrenzung, oder? Habt ihr da wirklich gesehen? Ich auf jeden Fall nicht. Jetzt haben die Entwickler von Busbetriebssimulator, könnt ihr gerne mal vorbeikommen auf Facebook, haben gefragt, welche Maps sollen denn integriert werden für den Multiplayer. Und da haben manche Manningen geschrieben. Und das geht aber natürlich nicht, wenn du da Blitze aufstellst und irgendwie hier sind keine Geschwindigkeitsbegrenzungen irgendwie. Also dann denkst du, es ist 50, aber vielleicht sind es ja eigentlich nur 30. Und wir haben übrigens einen Haltewunsch. Hier wollen auch mal Leute aussteigen. Tageskarte. Boah, wenn man das wirklich an jeder Haltestelle hört, das ist aber richtig nervig. Also beim ersten Mal ist es ja noch chill mal. Beim ersten Mal ist es halt ja ganz lustig, aber irgendwann an jeder Haltestelle ist halt auch ein bisschen too much. So, und echt sehr Schlimmes da vorne. Etwas auch vollkommen Unrealistisches. Kollisionen sind an. Viel Spaß. Was ist das denn? Yellen me oder auch help me? Weiß ich nicht. Oh, stell dir vor, du fährst ja als LKW lang. Da musst du auch vorher ausgestellt sein. Ja, nicht mit LKW lang oder LKW mit Anhänger oder hier diese Gigaliner, die es ja jetzt gibt für den ETS. Und hier muss auch ausgeschildert sein, dass du hier nur rechts lang fahren kannst. Ja, das muss einfach klar gekennzeichnet werden. Muss jetzt nicht so ein Stopp-Geisterfahrerschild sein, aber trotzdem. Das muss schon gekennzeichnet sein. So, das ist für mich eine 100er Strecke hier. Auch wenn hier nach wie vor nichts ausgeschildert wird. Na gut. Ist das hier so ein Naturpark oder was? Das sieht ja eigentlich ganz nett aus. Ansonsten, oder ein Wanderpark. Da ist noch ein Dorf, naja. Dann passt der Bus ja doch ganz gut hier, der MÜ. Mein Sound müssen wir uns eigentlich nicht geben, kennen wir. Komisch finde ich ja allerdings, dass wir vorne hier so eine komische Radkappe haben und hinten sieht das scheiße aus. Meine Damen und Herren. Diese Dinger. Ja, die stellt man nicht so dicht an die Straße ran. Oder auch hier. Die kommen nicht so dicht an die Straße. Nein, nein, nein. So, dann haut mal ab, dann wird der Bus wenigstens leer. Nee, dann nicht. Blinker gehen noch? Nö. Geht auch nicht mehr, na und? Also ich habe Warnblinker angemacht, ne? Geht auch nicht mehr da ein, das ist mir auch egal. Junge, Junge, Junge. Das geht echt nicht. Also, die kommen entweder hier ein bisschen rüber, über die Leitplanke, aber nicht so komplett so auf die Fahrbahn und auf die Fahrbahnmarkierung. Das geht ja, geht gar nicht. Und natürlich stehen die alle so, weil das ja einfach nur im OMSI-Editor eingegeben wurde. Hier, in welchem Abstand stehen die und so weiter. Und dann muss ich das wieder einfach gemacht. Ist doch klar. So, wir haben einen leeren Bus. Ist natürlich chillig. Dann nicht. Alter. Ach, hier ist diese komische Autobahn. Kann das, nee. Aber hier diese Felder, das sieht schön aus. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Nächste Haltestelle. Hofengartenkirche.
Kirche ist schon danach. Nächste Haltestelle, Rosariusweg. So, war das jetzt hier eine schlimme Strecke? Weiß ich nicht. Oder kommt die jetzt erst? Das kann natürlich auch sein. Auch wenn der Straßenverlauf mal wieder höchst unrealistisch ist. Wenigstens haben wir Leitpfosten, aber auch mitten auf dem Fußgängerweg. Weiß ich nicht. Ist eigentlich auch nicht realistisch. Hier steht er mal ganz dicht dran, ne? Vorhin stand er mal... Stand er mal eigentlich hier so? Sehr komisch. So, Hofgartenweg. Und jetzt kommt wohl die Stelle, weshalb wir hier nicht mit dem Gelenkbus langfahren sollen. Wobei hier, doch hier würde es auch noch gehen. Klar. Ach du Scheiße. Der fährt doch da vorne jetzt nicht. Der kommt jetzt nicht da um die Ecke. Ach du Scheiße, nein. Ist nicht euer Ernst. Der fährt hier nicht durch die Objekte durch. Boah, Digga. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass man hier noch so angeschwuchtelt wird auf der Map. So, hier kannst du also durch das Haus durchfahren, ist ja auch geil. Nächste Haltestelle, Hofengartenkirche. So, und da ist der Gegenbus. Okay, der fährt in die andere Richtung, das siehst du. Also der fährt nicht durch das Haus durch. Hier wird viel aus Falkensee verwendet. Finde ich auch mal ganz nett. So für kleine Dörfer. Hallo. Hallo. Oh, du große Stadt, Mann. Hättest du was Kurzes für mich? Ich sag da nichts mehr zu. So, nee, nicht Kind kurz, kurz. Hätten Sie für mich eine Fahrkarte? Na, Junge, Junge. Was ist da hinten denn los? Ist da das Depot endlich mal, was ich auch schon mal sehen wollte? Ist ja krass. Nächste Haltestelle, Rosariusweg. Weiß man auch nicht so wirklich, was gebaut wird. Boah, ist das eng. Boah, scheiße. Nein, Alter. Ich wollte eigentlich hier durchfahren, ne? Weil ich mir dachte, ja, das wird eh nicht passen. Na gut, dann fahren wir eben wieder ohne Fahrgäste. Oder? Nee. Der eine Gaylord ist noch drin geblieben. Nächste Haltestelle. St. Sebastian. Das stimmt doch auch wieder nicht. Hey, wie ist denn jetzt so schnell grün geworden? Auf jeden Fall interessant. Hier wurde mal ein bisschen gestaltet. Tatsächlich, guckt es euch an. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Der? Was hast du gesagt?
Nächste Haltestelle, St. Sebastian. Richtig. Ja, du störst mich nicht beim Abbiegen, wa? Falk natürlich. War das hier Falkenseer Chaussee ist da, glaube ich. Hier waren wir auch noch nie. Was fährt hier noch? Die 1644. Habe ich keine Ahnung, ob wir davon einfahren können. Hallo. Eine Karte für eine Kurzstrecke. Junge. Alter, was ist denn heute los? Ist heute hier CSD in der Stadt oder was? Meine Güte. Danke. Bitte. Hallo. Hallo. Einmal Kurzstrecke, bitte. Nächste Haltestelle, Harperscheid, zentraler Omnibusbahnhof. Was ist hier? Hier ist auch irgendwie, war da eine Wendeschleife oder was? Warum fahren wir jetzt da jetzt rechts rein? Ach, weil wir über die Brücke fahren, ne? Ist ja krass, wir drehen mal wieder eine Runde. Finde ich ja cool, denselben Weg wieder zurückfährst. Aber Verspätung lässt sich echt nicht aufholen, also kann ich jetzt nicht sagen, dass das gut ist. Trotz Fahrplanmod. Sehr komisch. Ah ja, das ist dieser, den habe ich schon mal gesehen in irgendeinem anderen Let's Play. Der sieht eigentlich recht vernünftig aus. Auch wenn er am Arsch der Welt liegt. Muss man auch mal sagen. Es heißt zentraler Omnibusbahnhof und liegt am Arsch der Welt, ne? Nur mal so vom Logischen her. Vom Baustil ist er in Ordnung. Was geht ab? Sehr sinnvoller Zebrastreifen hier, oder drei Stück gleich. Die bringt's echt. Nächste Haltestelle, Stichelspark. Ist auch wieder eng hier. Also hier auch wieder kein Verkehrszeichen. Das läuft. Das Gebäude hier sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Das gefällt mir gut. Das ist ein schönes, modernes Gebäude. Passt aber natürlich nicht zwischen den ganzen feigen Seeobjekte. Aber ansonsten finde ich es gut. Also, weiß ich gar nicht, wo das her ist. Habe ich bestimmt schon mal auf irgendeiner anderen Map gesehen, aber... Ich muss sagen, mir gefällt's. Aber passt überhaupt nicht zu Falkensee, zu dem Kaufhaus Falkensee hier. Mir ist aufgefallen, wir hatten jetzt schon seit langer Zeit keine versauten Haltestellennamen mehr, ne? Irgendwas fehlt hier. Wird es so langsam langweilig. Und ihr seid auch die geilsten Fußgänger, ohne Witz. Ihr habt keine Fußgängerampel, aber ihr kriegt das schon irgendwie hin, wa? Denkt ihr euch so? Wahrscheinlich hättet ihr, na gut, ihr hättet nicht grün, wenn er ja gerade rübergefahren ist. Aber könnt wetten, wenn ihr eigentlich mal grün hättet, steht ihr da immer noch wie doof. Und wartet mal, bis irgendeiner anhält. Aber wenn ich grün habe, haben die nämlich auch grün. Na, oder auch nicht. Oder nur das junge Mädchen. Ich habe ja gesagt, wenn grün ist, steht ihr noch da wie doof.
Tech. Tech. Coole Sprache. Ist das hier Behindertensprache oder was ist das? Nächste Haltestelle, Parasimusstraße. Eine Mischung aus Parasitismus und Symbiose. Parasinus. Das ist doch bestimmt auch wieder irgendwas Versautes, oder? Mit O's allerdings hinten. Finde da nicht, also. Es gibt Parasinus. Als Tabletten. Hätte man ja auch machen können, Viagra-Straße oder sowas. Wäre auch lustig gewesen. Hallo. Jo, Manfred, ne? Oh. Hallo. Wenn das die Weiber hier zu mir sagen würden, dann wäre das ja noch schön. Würde ich mich auch geil fühlen, aber... Nee, danke. So, da vorne haben wir den... Leibnizsee Wohnpark. Entwicklerparadies, Projekt Gladbeck. Gedächtnisabschnitt. So, jetzt dürfen wir erstmal schon warten. Feier. Hä? Links. Das hasse ich auch in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht. Das ist bei manchen Bussen ist halt so, wenn ich da Haltestellbremse da habe, er fährt automatisch wieder los. Als wenn er aufs Gas geht automatisch. Manche haben schon gesagt, es staubt drin. Ja, dann habe ich mich mal intensiv darum gekümmert. War es mal eine Zeit weg, jetzt ist es wieder da. Was machst du denn? Digga, mach mal deine Augen auf. Dir die nicht vorher holen oder so? Dann haben wir im alten Fünfer hier ankommen. Dürft ihr mal Zeit. Digga, wir können auch gerne Fahrgastbingo spielen. Ja, dann bremse ich mal gleich komplett und dann fliegst du wieder schön gegen die Scheibe. Dann zeige ich dir mal, wie das hier Zeit wird. So, das ist Schwedisch, meine Damen und Herren. Das heißt Weizenmehl. Das ist die Straße des dritten Weizenmehls. Klasse. Tag. Wahrscheinlich lernt er seit einem Jahr Schwedisch und das ist die einzige Vokabel, die er sich gemerkt hat oder so. Nächste Haltestelle, Totendorf. Warum macht man nicht mal so coole Sachen und tauscht das U durch ein I aus? Verstehe ich nicht. Oder Hupendorf oder sowas. Weiß ich nicht. Wäre auch lustig. Alter, was ist das für ein Straßenverlauf, Digga? Wenn du hier die Kontrolle verlierst, Digga, dann ist aber vorbei hier. Schluss aus Nikolaus. Ey, wir sind ja ein erfahrener Omsi-Fahrer hier. Über 2000 Spielstunden. Mit 3 Minuten Verspätung.
So, Fußball. CR7 hat auch mal angefangen. Vielleicht auch in Tubendorf. Und 30. Ja, bei den Anwohnern ist das zu laut. Der Bus ist zu laut, deswegen darf hier nur 30 gefahren werden. Hallo, Junge, Tag auch. Jetzt muss ich wegen all dieser Rauchwickel, was den ganzen Tag gilt, hätte ich gerne. Ja, kann man auch Tageskarte zu sagen, ne? Gott, mir rein, auch auf Sie haben. Vielen Dank, junge Frau. Das sehen die Bäume scheiße aus. Ah, das ist mal auf jeden Fall was anderes. Habe ich so auch noch nie gesehen. Aber auch die wachsen aus dem Asphalt. Also gut, kann man sich auch vorstellen, ne? Die Asphaltbäume ohne Blätter. Und wir sind tatsächlich schon am Abzweig wählen. Das ist ja ein Ding. Auch hier müsste ein Schild hin. Brücke oder sowas. Manche schreiben noch hin, was das für ein Fluss hier ist. Hier drunter. Oder in dem Fall, was für ein... Was für eine Pampa kann man eigentlich sagen. Guck dir das mal an. Ein Sumpf oder sowas. Also See oder Teich würde ich dazu auch nicht sagen. So, Abzweige fehlen. Das ist die vorletzte Altstelle. Komisch. Und dann noch zur Kaserne. Wenn wir da drüben erneuerbare Energien, sollen das Solarplatten sein? Ist ja auch nicht schlecht. So, nächste Haltestelle Kaserne. Nächste Haltestelle, vielen Kaserne. Jo. Diese Fahrt endet dort. Alle Rekruten können bitte aussteigen. Und weiter schön Videotagebuch drehen. So, krasse Endhaltestelle auf jeden Fall. Boah, jawohl, jetzt geht's mal richtig schön runter hier. So, steigt aus, ihr Penner. Gut. Gut, Omni Navigation findet mal wieder den Rückweg nicht, oder was? Auf jeden Fall würden wir hier wieder zurückfahren. Okay, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Gönnt euch den Bus in der Beschreibung, kostenfrei runterladen. Und ich glaube, ich werde verrückt. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal in einem Überland-Citaro funktioniert das, dass die Tür nicht mehr hier gegenschlägt. Oder eben da durchgeht. Sondern dass es tatsächlich mal realistisch ist. Also auf jeden Fall Respekt. So. Jo, mal wieder bildet sich ein Stau, deswegen wir beenden die Sache für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao.